ist der nächste Redner. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Wir haben jetzt von einigen Vorrednern gehört, wie das ist. Ein Kollege, der vor mir am Rednerpult war, hat gesagt, naja, wir haben 27 Staaten innerhalb der Europäischen Union, wir haben einiges verabsäumt, dass wir eine Übergangsbestimmung gehabt haben, wo viele Schlüsselarbeitskräfte in andere Länder gegangen sind. Das ist die eine Sache. Ich brauche den Leuten nur mehr zahlen, dann kommen sie zu uns. Denn wir haben heute ein Einkommen von brutto 1.998 für Schlüsselarbeitskräfte und ich warne davor, dieses Einkommen zu senken. Denn das hat nichts anderes zu tun als ein Lohndumping für gehobene, qualifizierte Arbeitsplätze, auch im Akademikerbereich. Das bringt das mit sich. Es ist aber niemand gehindert, der Schlüsselarbeitskräfte sucht, von den Unternehmen einfach mehr zu bezahlen. Da werden sie auch kommen. Das ist einmal das eine dazu. Und diese Schlüsselarbeitskräfte, diese Rot-Weiß-Rot-Card, es ist schon vieles gesagt worden dazu, ist nicht das Gelbe vom Ei. Ja? Und wenn ich gestern genau zugehört habe, hat die Frau Kollegin Königsberger-Ludwig, die ich sonst sehr schätze, ja, in Ausführungen gesagt, ja, sie wird eigentlich schlecht angenommen, weil wir ein Klima schaffen in Österreich, bei dem sich Fremde ganz einfach nicht wohlfühlen. Ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, sondern nur einfach mit dieser Einkommensgrenze von 1998. Die kann ruhig so bleiben, ja. Aber freiwillig kann man ruhig mehr zahlen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel dabei, dass wir das machen. Und deswegen bleibt bei diesem Modell, bleiben hier viele Fragen offen. Es hat sich einfach nicht bewährt. Wir haben ein Modell, dass da von den Guten die Besten zu uns kommen, ja, nach dem Modell, wie das die Australier oder die Kanadier haben, noch ein Punktesystem, ja, dass wir jene Schlüsselarbeitskräfte hereinholen, die wir auch brauchen, aber auch dementsprechend bezahlen. Denn Billigarbeitskräfte, naja, die brauchen wir da eigentlich nicht. Und wir haben einfach höhere Sozialstandards als in vielen anderen Ländern und da kommen die halt gern, ja, um das dann auch in Anspruch zu nehmen. Ist ja ganz normal. Ja. Wir wissen auch, dass es viele, viele Österreicher sind, die das dann in Anspruch nehmen, weil wir höhere Sozialstandards haben und die es in anderen Ländern nicht gibt. Das muss man halt auch wissen. Und das hat alles irgendwie mit der europäischen Gemeinschaft was zu tun. Ja. Entweder haben wir überall alles gleich oder haben wir es nicht. Aber dann geht halt jemand dorthin, wo er besser fährt. Und genau diese Probleme müssen wir lösen. Die Rot-Weiß-Rot-Karte sei nicht das Geld.